Heute sind es noch knapp 13 Stunden, 13,5 Stunden bis zum Start. Ich habe festgestellt heute früh, dass man irgendwie jede freie Minute, die man für sich hat, im Grunde genommen den ganzen Tag, dann gehst du im Kopf das Rennen durch. Vom Schwimmen übers Radfahren bis zum Laufen, irgendwie das ganze Szenario spielt sich eigentlich schon den ganzen Tag ab. Als Kind immer so einen kleinen Traum gehabt. Im Schlaf, so einen Traum, den man immer wieder träumt. Ich hatte noch nicht mal eine Erklärung dafür, warum man das gerade träumt, aber wenn ich das jetzt so aufzeichnen würde, dann ist das halt irgendwie so eine Silhouette von dem Meer mit so Zelten, und wenn man sich da lange Gedanken drüber macht, dann sieht das quasi so aus wie ein typischer Zieleinlauf auf Hawaii, und irgendwann glaubst du an diese Sache. Und das hat man ja zu einer Zeit geträumt, wo man noch nicht mal ansatzweise mit Sport zu tun hatte. Es war einfach nur im Kindesalter, lass es 7, 8, 9 Jahre gewesen sein. Ich habe nur dieses Bild, und dann hält man sich eben daran fest. Und jetzt im Erwachsenenalter denkt man, na, du hast das irgendwie nicht umsonst geträumt. Das ist halt irgendwie alles Schicksal und es soll so sein, und dann mach auch alles dafür. Also ich glaube da schon so ein bisschen ans Schicksal und dass das alles jetzt gerade so richtig ist, wie ich das mache. Man sagt ja immer, man soll seine Träume verwirklichen, und irgendwie ist das gerade genau das, wonach es aussieht. Also mein Name ist Marc Wenzel, ich bin Triathlet im Age-Group-Bereich und habe mich letztes Jahr für die Ironman-Weltmeisterschaft qualifiziert auf Hawaii. Ja, zu mir vielleicht nochmal, ich bin ein selbstständiger Handwerksmeister. Ich habe einen kleinen Handwerksbetrieb, einen Familienbetrieb übernommen, mittlerweile ist schon 8 Jahre, und alles, was sich um den Triathlon dreht, spielt sich nach meinem Feierabend ab. Die ganzen Trainingszeiten sind vorwiegend zwischen 18 und 23 Uhr. Ich habe mit 13 Jahren angefangen mit Mountainbike fahren, wettkampforientiert. Ich habe davor 6, 7 Jahre Fußball gespielt. Ich habe einfach ganzzeitig gemerkt, dass ich nicht der Typ bin für Mannschaftssport. Mir hat da immer dieses Persönliche gefehlt, meine eigene Leistung zu erkennen, was ich quasi in der Mannschaft dann beigetragen habe. Und ich habe dann, wie gesagt, mit 13 Jahren Mountainbiken angefangen, bin da durch meinen Onkel dazugekommen, und da war immer schon dieses Mann-gegen-Mann-Duell, was mich fasziniert hat. Ja, dann kam einfach die Liebe zum Radsport. Zusammenspiel zwischen Technik und körperlicher Leistung hat mich fasziniert. Man wollte schon immer coole Fahrräder haben. Es ging dann auch relativ schnell bergauf. Also ich bin Schüler-, Jugend-, Juniorenbereich, Bundesliga gefahren. Ich war dann in der Vorstufe Nationalmannschaft im Mountainbike-Bereich. Wir sind da Weltcup gefahren in St. Wendel in Deutschland. Da hat man diesen Leistungssport schon so tief kennengelernt,
dann war der Traum einfach da, mit Sport vielleicht mal sein Geld zu verdienen. Ja, hat jetzt vielleicht nicht ganz so geklappt, aber tja, die Leidenschaft ist trotzdem noch da. Das Mountainbiken habe ich ganz viele Jahre betrieben, immer mit einem Freund, mit meinem damals besten Freund, der leider mittlerweile jetzt 18 Jahre verstorben ist. Das war so mein größtes Vorbild, der René Henke. Er war damals für die Nationalmannschaft nominiert, beziehungsweise er war noch Nationalmannschaft. Er war bei der Achter, bei der Junioren-WM in Vail, in Colorado, USA. Und das war mein größtes Vorbild. Er hatte leider einen tödlichen Motorradunfall und mir hat es dann auch, muss ich sagen, so einen Stecker gezogen für die Jahre danach, weil ich damals in dem Alter, da war ich 19, ich war immer derjenige, der sich nie selber motivieren konnte, beziehungsweise wenig. Ja. Ich brauchte immer jemanden, der sagt, so, es geht es los, es ist Schulschluss oder damals in der Ausbildung, er kam vorbei und wir sind einfach aufs Rad gestiegen und hatten einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe damals quasi selber das Talent nicht gehabt, mich selber zu motivieren, habe aber trotzdem immer mit durchgezogen. Deswegen war mein Erfolg eigentlich auch größtenteils sein Verschulden mit. Ja, und wo er dann gestorben ist, habe ich zwar noch versucht, irgendwie ein Jahr dran zu bleiben, aber das war alles nicht das Gleiche. Und ja, dann hat man einfach Abstand davon genommen. Dann kamen berufliche Herausforderungen, die sicherlich für mich auch interessant waren. Ich habe mich dort persönlich entwickelt, war weltweit da auf Montagen unterwegs und habe aber dann in der Zeit wieder gemerkt, dass dir eigentlich das fehlt, was du als Kind eben gerne gemacht hast. Das war eben der Sport. So, und mich hat trotzdem das Radfahren allein nicht mehr so sehr gereizt. Wir haben da bei uns in der Stadt immer so einen kleinen Volkssport-Triathlon gehabt. Ich bin da gerne mal als Staffelschwimmer eingetreten. Habe dann relativ viel Spaß gehabt bei den Schwimmwettkämpfen und habe mich immer dagegen gewehrt zu laufen, weil ich dachte, ah, Laufen ist immer so, nein, danke. Aber irgendwann hat mich ein anderer Freund draufgebracht, mal so eine Sprintdistanz, einen Triathlon zu machen. Und bei mir muss man da nie viel reden. Also ich mache dann einfach los, erstmal probieren, erstmal anmelden. Und bin da völlig unvoreingenommen in meine erste Sprintdistanz reingegangen. Hab die dann auf Anhieb da gewonnen und dachte, geil. Wir haben jetzt 4 Tage vorm ersten Langdistanz-Triathlon in Moritzburg. Ich wollte dieses Jahr auf jeden Fall mit Hawaii noch eine weitere Langdistanz machen und die möglichst weit entfernt vom Zeitraum von Hawaii. Eigentlich wollte ich letzte Woche in Hamburg starten, aber die Startplätze, die waren schon alle belegt. Da hatte ich keine Chance mehr mit reinzukommen. Wir sind jetzt hier quasi schon auf dem ersten Streckenabschnitt. Direkt nach dem Schwimmen geht es hier auf die erste lange Gerade. Hier fühlt sich am Anfang alles noch gut an. Aber wir müssen die Runde halt 6 Mal absolvieren. Das lädt ja ganz schön zum Ballern ein. Ja, am Wochenende kommt es eben echt wieder darauf an, dass man sich die Kraft auf dem Rad vor allen Dingen ziemlich gut einteilt. Also ich tendiere da immer dazu, die ersten 2 Stunden da ein Stück härter zu fahren, als ich eigentlich sollte. Da muss ich mich ja am Wochenende wirklich zusammenreißen, dass dann hinten raus immer noch ein paar Watts kommen. Das spielt schon eine Rolle, ob du einen flachen Kurs oder einen hügeligen Kurs hast, aber ich denke, hier kommen dann schon so 900 Höhenmeter kommen zusammen auf die 180 Kilometer. Das gilt schon eher als hügelig, wellig, ich sag mal, bis 1200, 1300 Höhenmeter ist alles relativ easy, dann wird es schon echt hart. Seit Südafrika ist es auch schon eine ganze Weile her und quasi über ein halbes Jahr als keine Wettkämpfe gehabt, bis auf Mallorca, was ich da im Frühling, im April gemacht habe. Bin gespannt, was überhaupt geht. Wir haben natürlich im Winter ganz schön viel trainiert, auch im Januar. Ich war 3 Wochen auf Fuerteventura. Wir haben da im Januar
3 Wochen VO2 Max Training gemacht. Ich will versuchen, 240, 250 Watt fahren zu können auf dem Rad. Wenn das klappt, dann habe ich ein ziemlich gutes Gefühl, was das Endresultat anbelangt. Der Marathon dann, da ist alles offen. Daniel hat mir jetzt meinen letzten Trainingsplan geschickt, quasi für diese Woche. Da ist eigentlich nur noch relativ wenig Training, ein bisschen abtapern, ein bisschen frisch halten. Und dann stehen da ja so Sachen drin wie Wettkampfverpflegung, Dosierung, wie viel Wasser, wie viel Kohlenhydrate pro Stunde. Da kommt halt da direkt mal ein Kilo Zucker auf mich drauf zu. Ne? Also im Prinzip 90 Gramm pro Stunde ist schon echt viel. So, eine Tüte Haribo. Was hast du in einer Tüte Haribo drin? In 100 Gramm Haribo sind 82 Gramm Kohlenhydrate. So, also 5 Tüten. Sag mal 6 Tüten Trubi Frutti oder eben ganz viel Cola. So, die Schwimmbojen sind schon auf dem Wasser hier, in Form von Schwänen. Die ersten machen sich schon heiß hier. Da gibt es eine Linie, die zu überqueren. Die darfst du nicht überqueren und dann rennst du hier vorne, rennst du dann rein, wieder in den Wechselgarten auf die Laufrunde. So. Ich bin vom Typ her eigentlich so der ziemlich untypischste Triathlet, den ich kenne. Ich sag mal, die meisten, die da irgendwo vorne mitfahren, konkurrenzfähig sind, die haben mal locker 10 Kilo weniger als ich auf der Waage mit meinen 78 Kilo. Das hat mir eine ganz lange Zeit den Kopf zerbrochen. Ich habe immer gedacht, du wirst nie schnell laufen können. Du hast pro Schritt 5 bis 10 Kilogramm mehr Körpergewicht, was dein ganzer Knochenbau abfedern muss. Du wirst nie ein guter Triathlet werden. Sicherlich ist da irgendwo nach wie vor immer noch was dran. Also man kann die Physik da außen vor lassen. Jemand, der 60 Kilo, 65 Kilo wiegt, der wird immer schneller laufen. Aber ich habe davon Abstand genommen, mir das einzubilden. Weil das einfach, ja, das kann den Kopf blockieren. Man sieht mittlerweile auch im Profibereich Athleten, Christian Blumfeld, zum Beispiel, der hat alles andere als eine athletische, perfekte Triathlon-Figur und der kriegt es auch irgendwo hin. Und das, solche Bilder machen dir halt Mut, dass man das auch irgendwie hinkriegt und schafft. Ich glaube, ich habe so ziemlich die stärksten Waden im Starterfeld von Kona dieses Jahr. Also ich lege es gerne drauf an, wenn jemand einen Vergleich ziehen will. Habe da sicherlich auf dem flachen Radkurs schon meine Vorteile, weil das Watt pro Kilogramm Verhältnis ist auf dem flachen Kurs, kommt mir entgegen. Allerdings beim Laufen, ja, ist einfach ein kleiner Nachteil. Aber ich mache es dann einfach über den Kopf. Wenn du im Kopf schon vorher aufgibst, nur weil es weh tut, dann im Nachgang denke ich schlimmer als wie die Schmerzen, die du vielleicht physisch hast. Und die hat jeder irgendwann in so einem Marathon. Wenn du jetzt losläufst und dir tut nach 5 bis 7, 8 Kilometern alles weh und du hörst dann auf, ärgerst du dich nach dem Wettkampf um Vielfaches mehr, als wie wenn du einfach langsamer gelaufen wärst und trotzdem durchgezogen hättest. Also ich sag mal, die mentale Komponente einfach trotzdem durchzuziehen, die ist wichtig. Und ich denke, ich bin da relativ stabil drin. Du musst halt Eselsbrücken bauen. Du musst ja einfach deine Gedanken dahin bringen, dass du einfach wieder einen Kilometer mehr läufst und wieder. Bis jetzt habe ich auf jeder Langdistanz diesen Moment erlebt, wo du einfach sagst, ach, komm, lass sein, was willst du jetzt noch? Du wirst immer langsamer. Aber das ist mal irgendwo, das sind mal 10 Minuten, 15 Minuten, wo du einfach mal richtig stark sein musst und dann kommt wieder der Moment, wo es läuft. Ich glaube, das ist mentale Stärke, das zu überwinden. Alles ist am Schluss. Es geht wieder los. Vanessa Kannes mit der besten Musik heute zum Langdistanz-Jingle. Wir beginnen dieses Jahr mit dem Schwimmen. Wieder hier am Schlossteich. Moin, moin.
Tja, Rennprognose. Also wenn alles gut läuft, ist ein Treppchen möglich. Ich denke, auf dem Rad ist schon so meine Stärke. Ich denke, da kann ich schon ein Wörtchen mitreden. Beim Schwimmen muss ich sagen, weiß ich momentan nicht richtig, wo ich stehe. Ich fühle mich zwar ganz gut, aber wenn im Freiwasser noch kein richtiger Wettkampf war, ja, muss man die Formkurve oder das Gefühl da immer ein bisschen der Sache nicht ganz so trauen. Ja, das fühlt sich meistens besser an, wie es ist, habe ich so die Erfahrung gemacht. Deswegen, wenn ich vielleicht vorne unter den ersten 3, 4, 5 Leuten mit rauskomme, mit vielleicht maximal 2, 3 Minuten Abstand, dann denke ich schon, dass auf dem Rad noch einiges nach vorne geht. Und hinten raus muss man da einfach sehen, was noch übrig bleibt im Marathon. So, wir kommen alle. Stopp in 9 Minuten. Ein Ziel wäre schon, irgendwo eine 3 Stunden 20 zu laufen. Das wäre für mich schon erstens eine neue Bestleistung und wäre auf jeden Fall eine Zeit, wo man sich hier ordentlich präsentieren kann. Marathon ging überhaupt nicht. Oh, das war nichts. Oh, das sah gut aus. Der Erste hat gesagt, den Radfahrradfahren fertig gemacht. Das Radfahren war von dem Watt her nicht gut. Ich bin in Südafrika viel mehr gefahren. Aber ich hatte auch keine Kraft zum Überholen. 5:30 klingelt der Wecker. 5:45 gibt es den ersten Kaffee. 6 bin ich in der Firma. Ja, und dann geht es meistens bis 16, 16.30 Uhr, bevor alle Kollegen wieder von den Baustellen zurück sind. Da kommst du vor 5, 17 Uhr, kommst du einfach nicht aus dem Büro raus. Ja, und dann kannst du einfach in die Wohnung gehen, dir noch einen Kaffee zünden, umziehen und dann möglichst zügig losmachen, weil jede halbe Stunde, die du irgendwie verlierst, liegst du auch später im Bett dann. Ne? Pro Tag habe ich mindestens 2 Einheiten, entweder Lauf und Rad oder Schwimmen und Rad oder wie auch immer. Und zwischen den Einheiten hast du ja immer mal eine Pause. Dann ist es ganz schnell abends um 10, um 11, bevor du mit allem fertig bist. Das Glück, dass ich mich nicht wirklich motivieren muss. Also wenn ich mich motivieren müsste, dann wäre es ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass es mir schwerfällt. Aber letztendlich ist es die ganze Triathlon-Geschichte, die ist halt abends das Letzte und früh ist das Erste, an was man denkt. Mir fällt es eigentlich ziemlich leicht, mich zu motivieren. Sicherlich ist jetzt die Qualifikation schon ein Grund dafür, dass das alles noch stärker ausgeprägt ist. Jetzt denkst du halt tagsüber stündlich daran und versuchst alles zu optimieren, alles noch zu verbessern. Du versuchst das ganze Jahr perfekt zu sein, was im Triathlon angeht. Ein perfektes Training zu absolvieren, dich perfekt zu ernähren. Und Motivation ist, ich sag mal, das ist für mich das kleinere Problem. Gebe ich ganz offen zu. Ernährung ist so die 4. Disziplin, die mir am schwersten fällt. Ich versuche jetzt bis Hawaii schon gesund zu essen.
Ich habe da eine ganz liebe Oma, die mich jeden Tag bekocht. Ich sag mal, Frühstück ist schon meistens so ein Thema. Also man ist ganz schnell mal zum Bäcker gerannt und holt sich da irgend so ein giftiges Weißbrotbrötchen, irgendeinen Schokodonut. Ja, ich habe schon diverse Bücher gelesen, will ich jetzt mal nicht sagen, aber durchgeblättert. Groben weiß man schon, was funktioniert und was schlecht ist. Also du kannst dich natürlich bei lockerem Training einfach Low Carb ernähren. Und wenn anstrengende Sachen anstehen, dann musst du schon sehen, dass du irgendwo deinen Kohlenhydrathaushalt einfach ein Stück fokussierst, weil ohne Kraftstoff ohne Dampf keine Leistung. Ne? Ich weiß schon, was funktioniert. Ich weiß, was man machen müsste, aber die Umsetzung ist halt immer noch mal was anderes. Selbstdisziplin ist schon enorm wichtig. Dadurch, dass es ein Individualsport ist, ein Einzelsport, kein Mannschaftssport, dich kontrolliert niemand. Du kannst dich nur selber belügen, in dem Fall. Ja, wenn du dir dann jede Woche da nur die Pfannkuchen reinschiebst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dann irgendwo das Training nie anschlägt. Ich habe Anfang 2019 den Kontakt zum Trainer gesucht, habe mir gewünscht, dass er mich in Zukunft betreut, schon mit dem Hintergrund, ich will mich auf der Langdistanz definitiv verbessern, habe aber nie wirklich ausgesprochen, schon so eine Quali anzustreben. Ich habe Daniel die Jahre vorher schon bei einem Schwimmcamp kennengelernt. Daniel ist da also ein Spezialist in Sachen Lauftraining, aber er übernimmt mein Triathlon-Training ganzheitlich, also ich kriege quasi jede Woche einen Trainingsplan von ihm zugeschickt, kann alles andere drumherum bauen. Wenn ich eine Woche vorher schon weiß, was ich die nächste Woche machen soll, dann kannst du einfach deinen ganzen Alltag drumherum stricken. Also es ist halt mega viel wert, wenn du einfach nur abarbeiten musst. Ich vertraue halt Daniel, dass er für mich das Beste rausholt. Daniel ist ja so ein sehr ruhiger Typ, eher ein defensiver Trainer, was für meine Persönlichkeit, denke ich mal, genau das Richtige ist. Ich glaube, ich bin früher mal jemand gewesen, der gerne zu viel, zu hart, zu schnell einfach den Erfolg wollte. Also ich bin da eher so ein ziemlich ungeduldiger Typ. Ja, eine Langdistanz dauert lang, demzufolge dauert das Training auch sehr, sehr lang. Es wird viel Zeit notwendig. Das kannst du nur machen, wenn das alles ordentlich geplant ist. Sicher sind ab und zu mal ein paar Einheiten dabei, wo du dir so die Frage stellst, jetzt ballerst du hier so 4 Stunden mit so wenig Leistung rum, bringt denn das was? Und dort muss man sich einfach dann besinnen, darauf vertrauen und einfach sich mal an diesen Plan halten und nicht einfach sagen, so, heute ist mein Tag, heute fahre ich mal 20 Watt mehr. Der Trainer, der schätzt mich zu schlecht ein. Genau das ist wichtig, denke ich. Ich vermute, dass viele Athleten, die auch Trainer haben, aber dann vielleicht alles besser wissen, sich genau dann ein Eigentor schießen. Ich freue mich immer, wenn ich einfach hinter alles einen Haken machen kann. Habe immer dieses Gefühl, ja, er kann überall reingucken online, sieht alles. Demzufolge, wenn man mal irgendeine Einheit halt nicht schafft, was bei mir auch vorkommt, aber schon relativ selten ist, hat man so ein schönes, leichtes, schlechtes Gefühl. Ich finde es gut, wenn ich das Gefühl habe, dass er dich überwachen kann. Ich hoffe, ich kann da irgendwo in den ersten 10 Plätzen in meiner AK ankommen. Vielleicht die ersten 5. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Der Kurs ist nagelneu, man hat keine Referenzzeiten von den vorhergehenden Jahren. Jedenfalls ist das schon ziemlich der anspruchsvollste 70-3-Kurs, den ich jetzt kenne. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf das Rennen, weil du hast deine heimische Kulisse, du hast schon ein paar mehr Leute am Streckenrand stehen, die du kennst, als wie wenn du irgendwo in Europa unterwegs bist. Dieser kleine Hoffnungsschimmer auf die 70-3-WM, die ist dann nächstes Jahr, ich glaube, in Finnland. Da gibt es wieder Qualifikationsplätze in Dresden. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viele. Vielleicht reicht es dafür. Würde mich natürlich freuen. Aber man muss jetzt mal ehrlich sein, die ganze Vorbereitung geht definitiv auf Hawaii, auf die Langdistanz. Also das Rennen in Dresden wird jetzt einfach so mitgenommen. Die Leistung, die man da auf dem Rad auf einer 70-3-Distanz kriegt, die ist ja schon höher als im Ironman. Aber wir fokussieren das jetzt im Training nicht so sehr.
wir werden es mal überraschen lassen. Auf jeden Fall wird es ein wahnsinnig cooles Rennen, da wir im Alberthafen da schwimmen, in so einem Industriehafen. Die Laufstrecke mitten durch der Altstadt, Zieleinlauf oder Semperoper. Ich glaube, das gibt richtig gute Bilder. Ich freue mich schon drauf. Den Zieleinlauf habe ich schon vor Augen. Sind wir hier zwar auf Hawaii bei 30 Grad und mehr. Vor gut 3 Wochen hat ja noch der Ironman 70.3 in Dresden stattgefunden. Da waren noch Temperaturen von 8 Grad, Außentemperatur 17 Grad Wasser. Da sind wir noch halb erfroren. Im Prinzip war das für mich eigentlich neben Hawaii mein Lieblingswettkampf dieses Jahr, auf dem ich mich eigentlich am meisten gefreut habe. Das sollte ursprünglich im Sommer stattfinden, aber da gab es also einen riesen Trara mit der Genehmigung der Radstrecke und. Da gab es quasi 4 Tage vor Rennbeginn eine Absage, die alle Athleten ziemlich enttäuscht hat, mich auch. Ich glaube, es waren 52 Nationen gemeldet, über 2.500 Athleten. Also hast du auch da in deiner Heimat das erste Mal eine internationale Bühne, wo man sich präsentieren konnte. Eigentlich. Ja, und demzufolge hat er eben erst im August stattgefunden. Etwas reduziert vom Teilnehmerfeld. Mussten leider verkürzt schwimmen auf 750 Metern statt 1,9, weil einfach die Außentemperaturen zu kalt waren. Und die Radstrecke, die hat eben auch 1000 Höhenmeter mit sich gebracht. Wurde uns Athleten ursprünglich mit 500 Metern Höhenmetern verkauft. Es ging grundsätzlich alles ein bisschen drunter und drüber, auch bei mir am frühen Morgen nach Dresden gefahren, den Neoprenanzug vergessen und irgendwie stand der ganze Tag im Zeichen des Stress. Also ich war noch nie so unprofessionell vorbereitet, obwohl ich immer dachte, dass ich mich die Routine eigentlich im Griff habe. Aber irgendwie, naja. Jedenfalls habe ich den Wettkampf doch noch gut über die Bühne gebracht. Bin quasi Platz 4 geworden in meiner AK, 8er Gesamt. Und konnte mich dort noch für die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Finnland 2023 qualifizieren. Demzufolge geht es nächstes Jahr nach Finnland im August. Und ja, das wird auf jeden Fall nochmal ein Highlight. Mit meinen Leistungen in Dresden, ich kann es jetzt nicht genau beurteilen, wie gut das war, aber ist halt so, wenn der reguläre Termin stattgefunden hätte im Sommer, hat man da ja eine gewisse Erholungsphase vorher und ist wirklich speziell auf diesen Wettkampf vorbereitet. Demzufolge, ich habe den Wettkampf jetzt aus der Ironman Hawaii Vorbereitung direkt aus dem Training rausgemacht. Also
mit kaum bis wenig Regeneration vorher. Die Woche davor auch noch wirklich noch ein paar intensive Läufchen gehabt. Bin trotzdem da ziemlich weit vorne gelandet, knapp Platz 3 verschenkt leider. Die Zeichen stehen eigentlich schon dafür, dass die Form schon ziemlich gut ist aktuell. Und deswegen denke ich, dass ich hier jetzt auf Hawaii einfach, ich hoffentlich die Form meines Lebens habe. Und ja, das werden wir dann am Samstag sehen. Zur Qualifikation Südafrika muss ich erstmal klipp und klar sagen, ich werde definitiv wieder nach Südafrika fliegen. Es war einfach nur eine wahnsinnig geile Zeit. Die Landschaft da unten, es ist unbeschreiblich. Ja, ich bin 10 Tage in Südafrika gewesen und bin da zusammen mit 2 Profis gewesen. Es war auch gut, dass die Vorbereitung da in so einem kleinen Kreis stattgefunden hat. Wir haben da ein Haus gehabt, konnten uns wirklich die Tage vorher zur Ruhe kommen. Im Prinzip ja, auch mit der Ernährung da die Tage vorher alles so richtig machen, wie man es vielleicht hier im normalen Arbeitsalltag nicht hinbekommt. Ja, Südafrika, kurz vielleicht mal zum Rennen. Wir hatten da einen wahnsinnig starken Wind an dem Wettkampfmorgen, sodass das Schwimmen verkürzt werden musste. Meiner Meinung nach ist es ein Wunder, dass da niemand irgendwie umgekommen ist. Das waren so starke, hohe Wellen, da hatte man schon ganz schön Respekt davor. Ich konnte auf der Radstrecke einfach richtig, richtig gut Druck machen. Bin da, habe zwar nie gewusst, wo ich gerade stehe, an welcher Position, aber ich habe einfach ein richtig, richtig gutes Radrennen da veranstaltet. Ja, Marathon waren so meine Gefühle etwas, verhalten. Ich hatte mir eine schnellere Pace vorgenommen. Wir hatten aber viel Wind, viel Höhenmeter im Marathon, sodass man sich einfach auch damit abfinden musste, ein bisschen langsamer zu laufen. Bin da quasi dann immer noch meinen 3,5 Stunden Marathon gelaufen, was ich in Moritzburg nicht geschafft habe, leider. In Südafrika war ich richtig zufrieden mit der Leistung. Ja. Bin dann quasi auf Platz 11 ins Ziel gekommen in meiner Altersklasse. Und normalerweise ist es ja so, dass die, es war halt eine Interkontinentalmeisterschaft. Niemand wusste so richtig, wie viele Qualifikationsplätze es gibt. Ja. Es ist immer abhängig davon, wie viele Athleten oder wie viel Prozent deiner Athleten in deiner AK starten im Verhältnis oder beziehungsweise auf die Gesamtstarteranzahl. Und in meinem Bereich sind das schon ziemlich viele, deswegen gab es doch 8 Qualifikationsplätze, 8 oder 9. Und ich bin 11. geworden, aber es gab schon 3 Athleten, die sich in dem Jahr schon woanders qualifiziert hatten. Somit rückt das dann ganz normal weiter. Normalerweise unter Nicht-Corona-Bedingungen gibt es nach dem Wettkampf so eine Slot-Allocation, wo dann die Athleten halt, die sich qualifiziert haben, aufgerufen werden und sich dann da vorne präsentieren können, die Kreditkarte zücken können und die Startgebühr für Hawaii lösen müssen. Und dadurch, dass auch in Südafrika die ganze Corona-Problematik da war, hat dieser ganze Prozess halt online stattgefunden. Und das hat mir richtig so die nächsten Tage und Wochen, hat mich das richtig verrückt gemacht. Da jeder erstmal irgendeine E-Mail bekommen hat, er hatte 48 Stunden Zeit, die zu beantworten. Und ich wusste für mich schon, ich habe die Quali. Ich wusste genau, wer ist schon qualifiziert und wer nicht. Aber ich habe halt, ich glaube, über 1,5 Wochen auf meine E-Mail gewartet und konnte mich nach außen hin noch nicht mal irgendwie freuen, so offiziell, weil ja, irgendwie kann ja trotzdem irgendwas schief gehen, so, ne? Ja, aber wo die Mail dann kam, dann konnte ich, konnte ich mal losbrüllen.
Ja, ist auf jeden Fall so, dass wenn man hier ankommt, auf dem Flughafen, dann spürt man schon so einen Spirit. Ja, da muss man sich so vorstellen, jeder, der da am Flieger sitzt, hat irgend so einen Ironman-Rucksack auf und an der Gepäckbank nachher, da kommt ständig die Fahrräder entgegen, nur Triathleten am Flughafen. Also man kriegt da jetzt schon richtig Bock und die Motivation steigt. Ziel, irgendwie was zu finishen und durchzuhalten, was am Anfang auch definitiv so war. Aber in meinem Fall schreit man immer noch höher, weiter, schneller, mehr. Und ja, das liegt schon immer in meiner Natur. Ich wollte schon in der Schulzeit jeden beim 100-Meter-Sprint schlagen, beim Weitsprung, wie auch immer. Ja, das ist ein Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? Das ist so ein Teufelskreis. Der eine kann das, der andere nicht. Ich habe mir am Anfang vom Triathlon gesagt, beziehungsweise alles, als ich meinen ersten Halbmarathon gerannt bin, wie um Himmels Willen sollen Triathleten das machen, nachdem die Rad gefahren sind. Und da haben wir gerade mal von einem Halbmarathon geredet, noch nicht mal von einem Marathon. Und ich habe bei meinem ersten Halbmarathon, ich konnte eine Woche lang rückwärts die Treppen hochlaufen. Ich hatte solche Schmerzen. Das war für mich unvorstellbar, wie Menschen solche Leistungen vollbringen. Das Problem ist, macht halt jeder. Also du wirst, wenn du auf die Fahrräder mal guckst, es gibt ja fast jeder hat solche Rollen in die Hand. Und dann habe ich mir gesagt, es machen so viele tausend Menschen diesen Sport, ob nun Marathonläufer oder Triathleten, warum du nicht? Ich habe mich ja schon immer irgendwie körperlich stark und fit gefühlt, aber dann wirst du erstmal richtig dir der Sache bewusst, was körperliche Fitness bedeutet. Ja, und dann ging es los. 2012 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. Das ist jetzt 10 Jahre her. Das ist nach wie vor immer noch Hobby. Wir müssen für alles bezahlen. Man lebt trotzdem ein Leben fast wie ein Profi vom Trainingsaufwand her. Also es geht so viel in die Trainingswissenschaft rein, in Optimierung, technische Optimierung, physische Optimierung. Das ist schon, ja, es ist zwar ein Hobby, aber man fühlt sich schon leicht professionell und versucht das natürlich auch so zu leben. Ich habe auch Kontakt zu einigen Profis und da kann man sich sicherlich auch viel abgucken. Ja, aber man muss trotzdem immer noch mal einen Ball flach halten, die machen schon noch mal ein ganzes Stück mehr. Aber letztendlich der Aufbau von den Trainings, würde ich jetzt mal behaupten, ist identisch. Einfach nur andere Umfänge, die Profis machen. So. Aloha von Waikula Village auf Hawaii. Wir haben jetzt einen Tag nach der Anreise, es ist jetzt Dienstag. Wir sind quasi von Dresden über Frankfurt, San Francisco gestern nach Kaiokuna geflogen. Sind quasi ja, fast 30 Stunden unterwegs gewesen mit allen Wartezeiten und Leihwagen abholen und so weiter und so fort. Dann hast du mal schön geschlafen, den ersten Wocheneinkauf gemacht und ja, heute stand schon die erste Schwimmeinheit auf dem Programm. Verdammt schnell das Salzwasser. Das Wasser ist schnell. Ich merke das an den Zeiten gerade. 10 Sekunden schneller. Bei der Übung, die ich jetzt immer mache, pufft sich mit dem Brett nur Beine. Mhm. Und pufft sich damit, mache ich meistens so in 2 Minuten. Mhm. Jetzt 58, 59. Ja. Jetzt sind es 1,50. Was? Das ist ja nur Warmschwimmen. Also, das machst du immer mit der gleichen Intensität. Das ist nur am Salzwasser. Was? Sind jetzt fast 10 Sekunden schneller. So.
7, 8 Kilometer. Ganz easy, um einfach erstmal mit den Temperaturen klar zu kommen. Und ja, ich bin heiß. Die Temperaturen sind über 30 Grad. Ich muss sagen, es drückt jetzt noch nicht ganz so von der Luftfeuchtigkeit. Also ich empfinde es jetzt noch nie als zu schlimm, aber ich denke, dass der Schein trügt. Ja, wir sind jetzt hier ein Stück außerhalb von Kona. Ist auch nie ganz so verkehrt. Man macht sich vielleicht da jetzt nie ganz so fertig im Kopf, als wenn man da mitten am Holzbord wohnt. Wir werden heute nochmal in Kona reinfahren mit dem Auto. Uns nochmal einfach die Gegebenheiten vor Ort angucken. An den Digme Beach gehen, wo der Schwimmstart stattfindet. Dann einfach mal gucken, wie es im Ort so aussieht. Und da bin ich jetzt schon gespannt, wie viele verrückten Triathleten man da jetzt begegnet und wie viele man kennt vor allen Dingen. Gestern und heute die ersten Trainingskilometer absolviert, beziehungsweise ich. Die Luftfeuchtigkeit hier ist schon spürbar höher, sobald man irgendwie das Haus verlässt und losläuft, merkt man schon, dass man ganz schön schnell am Schwitzen ist. Ich habe mir das eigentlich schlimmer vorgestellt, geht es auszuhalten. Heute war schon extrem windig und das merkt man, wenn man mit dem Auto sitzt, ja eigentlich überhaupt nicht. In die eine Richtung schiebt es schön im Rücken rein und in die andere Richtung kriegst du halt die volle Packung ab. Heute hat es sich so angefühlt, dass wenn das Rennen schon im vollen Gange ist, so viele Athleten, wie ich heute gesehen habe, die da einfach jetzt diesen Green K Highway hoch und runter fahren, ist schon echt so ein Rennfeeling. Hier am Harpoona Beach, sehr schöner Strand. Ich bin heute das erste Mal im Wasser gewesen, im Meereswasser. Es ist angenehm warm, da ist klar. Also man kann hier wirklich extrem weit rausschwimmen. Man sieht genauso viel wie im Chlorwasser. Ist schon mega schön. Also das siehst du halt bei uns da, in Deutschland an der Ostsee, kannst du halt echt vergessen. Ne? Das scheint das schon ziemlich geil hier. Ich würde sagen, einmal im Jahr kann man sich das schon erlauben. Zeige mir ein Bild von einem Truthahn. Hier einige Bilder zu Truthahn, die ich im Internet gefunden habe. Das sind Truthähne. Echt? Ja, vor allen Dingen in lebend und in der Pfanne. So, das ist jetzt hier mal so eine Ansicht von so einem Wochentrainingsplan, den Daniel mir ja mittlerweile seit 3 Jahren schickt. Das ist speziell der Plan für die Woche vor der Wettkampfwoche, nochmal unterteilt in 2 Trainingsblöcke. Ein Gesamttrainingspensum diese Woche 15 Stunden, das ist quasi jetzt schon, das Training wird schon reduziert von den im Schnitt normalerweise zwischen 18 und 23 Stunden geht es jetzt schon ein Stück weit runter, 15 Stunden. Ich denke mal, nächste Woche sind es dann nur noch 10 Stunden maximal. 8 bis 10 Stunden, vermute ich jetzt. Mal gucken, was er vorhat. Die Kerneinheiten sind halt schon wichtig, dass man sich da an die Vorgaben schon hält. Zum Beispiel Montag, Dienstag, die lockeren Sachen, da kann man schon ein bisschen rumspielen mit dem Pacing und mit dem Puls. Viel auch nach dem Körpergefühl steuern. Aber zum Beispiel am Donnerstag mit den 3 Blöcken 15 Minuten mit verschiedenen Wattintensitäten, da versuche ich schon ziemlich genau die Bereiche zu treffen,
weil damit triggerst du eigentlich schon so dein Wettkampf-Pacing an. Ja. Also hier steht zum Beispiel 3x3 Blöcke mit 15 Minuten in 250, 235 und 220 Watt. Zwischen den Intervallen machst du 3 Minuten Pause und zwischen den Sätzen habe ich immer eine 5 Minuten Satzpause gemacht. Und ja, halbe Stunde ein- und ausfahren. Genau. Und während der ganzen gesamten Einheit habe ich mich halt mit 100 Gramm Kohlenhydraten versorgt. Habe ich mir vorher ausgemessen anhand meines Kohlenhydratgels, wie viel Gramm da auf wie viel Milliliter drin sind. Ein bisschen mit Wasser gemischt und das halt auf die gesamte Einheit zugeführt. Ja, wir reden jetzt von 100 Gramm Gesamtkohlenhydrate auf 3 Stunden. Im Wettkampf sind das dann ungefähr 90 bis 100 Gramm pro Stunde. Also ich sag mal, im Ironman dann knallst du halt fast ein ganzes Kilo, ganzes Kilo Zucker rein. Ich glaube, ich habe mal ausgerechnet, es sind, ich glaube, 33 Colas, oder? Ich weiß es gar nicht. Das kann ich nochmal ausrechnen, wie viele Dosen Cola das sind in Gramm Zucker. Genau, und 1,3 Liter Flüssigkeit pro Stunde. Das ist gar nicht so einfach zu schaffen. Also da muss man sich schon darauf konzentrieren, dass man das nicht vergisst. Ja, also wir haben am Anfang die Krise gekriegt, da haben wir gesagt, Mensch, das kann doch gar nicht sein, dass du dort schön weg bist. No. Ja. Da haben wir gedacht, ey, das geht jetzt gar nicht. Ja? Siehst du mal, was ich... Das ist nicht ein Ding drin hier, sondern... Das ging jetzt eigentlich nur kurz, das wollte ich. Hier ist es ein bisschen windig jetzt geworden, ja. Ja, diese 9 Kilometer, also ja. Das zieht, das heißt, hier oben ist jetzt der Wendepunkt, das ist genau 49,6. Aha. Havi, der Ort war von uns 52 weg. Mhm. Ich habe jetzt genau 1,5 Stunden weg. Mhm. Mein Radsport-Hintergrund hat mir da richtig viel geholfen, also ich brauchte quasi auf dem Rad nie großartig noch investieren, um da irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Und das Schwimmen lief auch relativ gut. Habe mich dann natürlich beim Schwimmen versucht weiterzubilden, Lehrvideos mir angeguckt, Bücher gewälzt. Ich glaube, ich habe so ziemlich jedes YouTube-Video angeguckt, was es gibt über Schwimmtechnik. Ich habe das Bad immer nur für mich gebucht. Habe verschiedene Schwimmseminare besucht. Ja, teilweise Privattrainer genommen, um einfach da voranzukommen, weil ich dachte, laufen wirst du immer können. Ein Fuß vor den anderen, aber da wurde ich auch eines Besseren belehrt. Da ist auch viel Technik gefragt. Es gibt selten einen Athleten, der in allen drei Teildisziplinen perfekt ist. Und in meinem Fall ist es definitiv so, dass ich auf dem Rad meine Stärke habe. Beim Schwimmen, würde ich mal als zweites setzen. Da bin ich immer richtig gut vorne dabei, was meinen Altersklassenbereich angeht, wohlgemerkt. Also zu einer Profi-Schwimmspitze, da fehlt schon noch was. Aber ja, das Laufen ist dann sicherlich noch meine größte Herausforderung, wobei ich mich da auch schon sehr verbessert habe. Letztendlich ist es so, du hast deinen Moment, der ist bei mir definitiv auf dem Rad. Dort kann ich einfach mich präsentieren und ich weiß genau, dort muss ich so gut abliefern, dass es nach hinten reicht dann, weil ich weiß, ich werde es mal von vielen überrannt. Cola hoch. Die Kilometer, das zieht sich so dermaßen. Auf dem Hinweg ballerst du da in 5 Minuten runter und jetzt fährst du jetzt 20 Minuten. Aber gut heute. Richtig gut. Und dieses Gefühl, das ist jetzt deine Paradedisziplin, das Gefühl ist eigentlich das Schönste, was es gibt dann im Wettkampf. Es ist bloß schade, dass das Rad von eben in der Mitte ist, nicht zum Fluss. Seitdem ich mit Daniel zusammen arbeite, habe ich mich konstant verbessert in allen Bereichen. Okay, das Schwimmen, im Schwimmen ist es so, um dort einfach nochmal irgendwie 5-6 Minuten rauszuholen auf einer Langstrecke, muss ich halt wahnsinnig viel investieren. Also ich muss im Verhältnis, um 5 Minuten schneller zu schwimmen, so wahnsinnig
viel mehr trainieren, dass das einfach bei einem Altersklassenathlet, der berufstätig ist, zu viel Stress ist, diese Zeit noch aufzubringen. Ich habe jetzt schon so 16 Kilometer Wochenschnitt im Schwimmen. Wenn ich dann irgendwie 25 Kilometer schwimmen muss, gehen wieder ein paar Stunden verloren. Deswegen legen wir den Fokus eigentlich schon mehr aufs Radfahren und aufs Laufen. Also vorwiegend natürlich aufs Laufen. Ich denke, beim Laufen habe ich schon die größten Fortschritte gemacht. Und wenn ich sehe, dass ich meine erste Langdistanz irgendwie knapp unter 4 Stunden im Marathon gerannt bin, da ist schon richtig was passiert. Das Schöne ist, man trainiert 5, 6, 7, 8 Wochen, man trainiert sich in so eine Grundmüdigkeit rein, nimmt dann mal wieder ein paar Tage raus. Daniel macht das auch wirklich immer alles sehr, sehr defensiv. Also er ist eher derjenige, der sagt, mach mal lieber entspannter. Und irgendwann kommt diese Woche, wo du denkst, jetzt will ich einen Wettkampf haben. Ich bin gerade so mega gut drauf. Also du merkst dann, dass in dieser Ruhewoche, wo du einfach dich rausnimmst, wie du zu Kräften kommst. Und dann hast du eigentlich schon wieder Bock auf den nächsten Trainingsblock, der sich wieder über ein paar Wochen zieht, weil du merkst, oh, so, ich bin jetzt hier, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier. Ja, da kommt man schon in so eine Sucht rein, denke ich. Also ich würde es jetzt mal als Sucht betiteln. Das ist eine ganz spezielle Triathlon-Vorbereitung. Traubenzucker-Loading. Das ist ein richtig schönes Speckessen. Wegen der Fettverbrennung, damit es was zu verbrennen gibt. Wichtige Fett. Das ist kein Schokoladenkuchen, das ist Kümmelbrot. Ich glaube, Triathleten sind Suchtmenschen. Ich sag mal, im Leistungssport oder im Triathlon kommst du ja in Bereiche rein, wo du einfach nur so viel Endorphin oder Adrenalin ausschüttest, was durchaus einen Suchtcharakter hat. Wir sind bis ans Ende vom Dorf gerannt, bis zum Baseballstadion. Dann nennen wir es mal zum Dorfdolf. Holzplatz. Das war aber Sackgasse. Ich würde auch behaupten, dass ich nicht lange still sitzen kann. Also dieser Drang, sich irgendwo draußen zu bewegen, den habe ich auch schon immer gehabt. Mir fällt es halt eher schwer, da irgendwie 3-4 Stunden auf dem Sofa abzuhängen. Das ist der Game Changer. Aber es ist halt irgendwie trotzdem eine relativ gesunde Sucht, auch wenn im Leistungssport steht ja auch etwas in der Kritik. Also irgendwas, was man zu extrem macht, ist ja auch schon wieder in gewisser Weise schädlich. Darf man alles nicht vergessen. Deswegen sollte man auch ehrlich zu sich selber sein und einfach auch sich mal die nötige Ruhe gönnen. Aber ich glaube, es gibt einige, die einfach überziehen. Ich behaupte mal, dass ich das gut im Griff habe. Ja. Kalle, ich freue mich, dass ich endlich Aloha sagen kann. Ja, gestern war bloß ein Läufchen, 12 Kilometer, und dann haben wir ein bisschen die Insel erkundet mit dem Auto. Also alles, was man wenig zu Fuß erledigen kann. Ja, das haben wir eine schöne Aussicht angeguckt und waren Kaffee trinken. Und heute war eigentlich so nochmal der letzte harte Tag. Alle drei Sachen gemacht. Daniel hat mir heute Hitzetraining veranlasst, 90 Minuten Rad in der Wärme und danach eine harte Koppeleinheit.
6x400 und 7x1000. Das hat schon ganz schön geschlaucht, muss ich sagen. Ich habe sie alle gesehen. Patrick Lange, Christian Blumenfeld, Dietlef, das Hu und das Hu ist Hu und natürlich mich. Anstrengend nur bei dem Wetter. Ey. Die waren alle etwas schneller. Die Kilometer. Als geplant, aber der letzte. Jetzt nur Stecker gezogen. Aber ja. Sag mal, was du gemacht hast. Das war 6x400 in ja, 85 bis 90 Sekunden. Mit 60 Sekunden Pause und dann 7x1000 in eigentlich 4,30, aber die ersten waren in 4,07, 4,09, die ersten zwei oder drei. Und dann habe ich es ein bisschen nicht angepasst. Dann schimpft der Trainer, wenn ich mich zu sehr wegschieße hier. Aber lieb irgendwie am Anfang besser als gedacht. Naja. Vorher war es da noch Rad auf der Radfahren. Ja, vorher war ich anderthalb Stunden, aber relativ easy. Boah, ich würde es am liebsten in diesen Teil hier reinspringen. Ich glaube, da kommen die Sheriffs. Ja, das ist jetzt heute die Abendzeit, ne? 13 Uhr. Crew. Und das Ei ist vielleicht noch meine. Und das Ei ist meine. Der Salat ist meine. Also die gesunden Sachen sind meine. Und für den Rest kann ich nichts. Gestern bin ich 60 Kilometer 250 gefahren und damit hatte ich einen 38,8er Schnitt. Okay. Aber das werde ich ja nicht. Aber es ist halt schwierig, dann im Wettkampf. Zum Radfahren der Schwindelstufe eher die Stärke. Dann sorgst du nicht voll, es ist halt 10 Mark weniger. Ist halt, ich finde es auf dem Rad auch nicht so heiß durch den Wind. Hast du den Kerst mit Aero hin? Ja, man schwitzt natürlich trotzdem, weil es gefühlte Temperatur ist halt nicht so heiß. Aber verlierst du trotzdem viel Flüssigkeit. Also musst du auch saufen ohne Ende. Ne?
Haben wir gesehen. Unter Wasser. Echt? Ja. Und wie sah die Meereswelt aus? Fische, Fische, Sand, Steine, Sand, Rochen, Fische, Fische, Fische. Alureifen. Wie bist du gestorben gerade? Da war der Dollarkurs 1 bis 3 Kilometer. Hier ist das Ich habe gerade einen neuen Trainingsplan bekommen für die entscheidende Rennwoche von Daniel. TP Kona Worlds, Grüße in die Wärme. Okay, ich gebe zu, es kribbelt so langsam auch bei mir. Ich freue mich auf das Rennen. Ja, geile Sache. Die Woche etwas entspannt, nur noch 6,6 Stunden Training. Montag ein bisschen schwimmen, ein Zehnerläufchen. Dienstag nochmal eine Radintervalleinheit mit 2x3 Minuten und 2x10 Minuten. Unterhalb der Schwelle, da nochmal ein paar Tausender Intervalle, aber nichts Schlimmes. 2x1440, 2x1420, alles ist alles machbar. So, Mittwoch ist nochmal eine Schwimmeinheit, 3 Kilometer. Okay, die werde ich wahrscheinlich im Wasser machen, Freiwasser. Ein 6er Läufchen noch, Donnerstag frei. Donnerstag werden wir uns das Damenrennen auf jeden Fall angucken. Da können wir schon mal gucken, was an so einem Tag alles schief gehen kann. Kann man sich vielleicht den einen oder anderen Tipp noch holen oder die eine oder andere Sache angucken, wo man, ja, die vielleicht wichtig ist fürs eigene Rennen. So, dann Freitag ist quasi dann Bike-Check-In. Davor ist nochmal 1000 Meter Freiwasser einschwimmen. Eine halbe Stunde Radfahren, mal kurz annocken hier mit 260 Watt, dreimal eine Minute. Das ist nur noch fürs Gehirn. Und nochmal 3 Kilometer Läufchen, kurz ansprinten. Dann werden wir jetzt Mitte der Woche mit dem Carboloading anfangen, also schön Kohlenhydrate, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Gummibären. Und versuchen einfach cool zu bleiben. Machen, dass wir im Reinfahren heute Abend. Ich würde mir dieses Energy Lab nochmal angucken. Oder ich laufe dann durch Blei. Das sagt man dann zum Abend. Dann bin ich halt verschwitzt. Ist auch doof. Oder wir fahren rein, ich laufe die 10 Kilometer in dem Energy Lab. Wir fahren rein, dann strahle ich durch mich dort nach kalt ab. Ziehen wir was Neues an und dann können wir uns diese Parade angucken. Wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier im Energy Lab. Das ist, wo, so wie man hört, das am meisten gefürchtete Streckenabschnitt zwischen Kilometer 20 und 30. Das ist jetzt ein 10 Kilometer Abschnitt. Der, wo extrem heiß ist, weil hier die Sonne da in den Asphalt so aufheizt. Und ja, den testen wir jetzt einfach mal. Und nachher werden wir sehen, wie anstrengend das war. Ist natürlich im Wettkampf dann so, dass man hier dann bei Kilometer 30 aus dem Energy Lab rauskommt und quasi noch 12 Kilometer den Highway rein bis nach Kona hat. Also es ist dann an einer besonders schweren Stelle. Gegen Ende des Marathons quasi. Wir haben jetzt hier mal ein High-End Stirnband besorgt, dient zur Kühlung. Muss man vorher mit Wasser tränken und soll angeblich
die Stirn permanent kühlen. Und das testen wir jetzt mal. Oh, ist das kalt. So klein. Ist richtig angenehm hier. Ja, schön. Noch ist das cool. Aber ich denke mal, der Rückweg. Ja. Weil der Rückenwind hast, so wie es Flo gesagt hat, der wird ganz schön heiß. Und die Luftsturmband? Naja, das merkst du schon. Also, das hat schon seine Daseinsberechtigung. Geschafft. So schlimm ist es gar nicht. So schlimm war das, fand ich das jetzt nicht. Ist natürlich dann im Wettkampf alles ein bisschen härter. Ne? Aber von der Uhrzeit her passt es eigentlich so relativ. Eine Stunde eher normalerweise. Ist noch wärmer. Ja. Also es geht noch runter zu tendenziell berg, also in die Richtung bergab. Mhm. Traumhaft, ja? Also das hat schon was, wenn du hier langläufst, so Motorserien alleine. Dienstag vor dem Wettkampf war jetzt letzte Trainingseinheit, lauftechnisch nochmal 4 Intervalle in Richtung Race Pace. Ja, ist ziemlich heiß und den Green Cay Highway nochmal rausgelaufen Richtung Energy Lab. Also im Prinzip das Stück zwischen Kilometer 15 und oder zwischen Kilometer 13 und 20 irgendwie sowas. Ja. Ja, ist extrem heiß, aber hat irgendwie trotzdem seinen Reiz hier auf den einsamen Straßen, da einfach nur geradeaus zu laufen. Wir holen jetzt Lutz ab, meine privater Physiotherapeut und Freund natürlich. Da finde ich halt total klasse, dass er sein Wort gehalten hat. Hat von Anfang an eigentlich immer gesagt, wenn ich es mal hierher schaffe, dann kommt er mit. Und das ist heute, er kommt heute an und den werden wir jetzt gleich am Flughafen mit einem freundlichen Aloha begrüßen. Der träumt immer ein bisschen rum, ja. Der verlieren wir öfters mal. Meine Güte, oh. Bin ich da. Hast das nennen wir Weltreise. Hast du gut geschlafen? Absolut, ja. Super. Völlig entspannt. Da war ich total überrascht. Ich habe mich total entspannt. Ja, wir haben nur im Flughafen direkt geschlafen. Ich bin schon bei euch gefahren. Taxi. Hallo. Hallo. Ausgeschlafen. Ja. Nicht ganz ausgeschlafen, ein bisschen Defizit. Yeah, we about to have a good day. All my people down the ride, turning up into the sky, that's fast. Yeah, I'm about to break it down, baby. I'll get anything you want, really, just to get a smile real time. Boy, I need it for my people. We don't get a sequel. Nah, nah, nah. Saying always come and ride with me. There's no time, it's like a present, go and fly with me. You and me, there ain't no limit past the sky with me. Saying rise with me, fly. Hier ist die heilige Medaille, die mir in Südafrika verwehrt geblieben ist. Das
So, ansonsten habe ich jetzt das gleiche Handtuch, was ich mir für $40 gekauft habe. Anything I wanna cop for them, I want the best life. But ain't nothing gonna be right if you just left mine. You be playing for your life, you going test mine. You don't have to understand me, no. But you a reprimanded though. I got a big vibe, really, but it's fitting for two. Nah, I mean well, I don't really mean it for you. Unless you my guy, my friend, my sis, my friend, my friend, goddamn. Yeah, we better have a good day. All my people down the ride, turning up into the sky as fast. Yeah, I'm about to break it down, babe. I'll get everything you want, really, just to get a smile. Get up. Saying always come and ride with me. This one time is like a present, go and fly with me. You and me, there ain't no limit past the sky with me. Saying rise with me, fly with me, vibe with me. Oh, oh, yeah. When tomorrow comes around too, ain't no limit with what I would do. Every day and anything with you. Der ganze Wochenumfang an Training, der frisst bei mir zwischen 18 und 23 Stunden. Kommt darauf an, welche Schwerpunkte gerade anstehen. Und sicherlich ist es so, dass da einiges auf der Strecke bleibt. Soziale Kontakte sind schwer aufrechtzuerhalten. Ich gebe mir zwar Mühe, aber dadurch, dass ich so wenig Zeitfenster habe, mich auf andere Menschen einzulassen, ist es eine Herausforderung. Ich kann aber von niemandem erwarten, zu den Zeiten Zeit zu haben, wann ich Zeit habe. Ja, also bei uns gibt es halt, wir haben eigentlich eine relativ gute Community bei uns mit Sportlern, wo man sich eigentlich auch immer mal getroffen hat und auch nach wie vor noch macht. Aber das hat jetzt seit der ganzen Langdistanzgeschichte schon ganz schön abgenommen, muss ich sagen, weil der Fokus auf Hawaii einfach so groß ist, dass ich mir da nicht so viele Ausreißer leisten kann. Ja. Ich muss auch meine Ruhezeiten einhalten und wenn die anderen Freunde dann an meinem Ruhetag 4-5 Stunden Radfahrt machen wollen, dann muss ich halt sagen, nee, geht nicht. Ja, sonst zerhaust du dir deinen ganzen Trainingsplan und auf den baut alles auf. Mir fällt es nicht schwer, den Sport auszuüben. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass der Sport so wenig Aufmerksamkeit bringt. Also nie, weil ich das jetzt irgendwie für mich wollte, aber es ist halt generell, dass Triathlon erstens medial völlig runtergeht und in meinem Freundeskreis, wenn du da nicht derjenige bist, der da auch so ein gewisses Faible dafür hast, dann merke ich zumindest, dass da auch wenig Gesprächsbedarf mit anderen Freunden da ist. Ja, und dann kann es schon mal sein, dass man sich deswegen einfach auseinanderlebt.
knapp 13 Stunden, 13,5 Stunden bis zum Start. Ich habe festgestellt heute früh, dass man irgendwie jede freie Minute, die man für sich hat, im Grunde genommen den ganzen Tag, dann gehst du im Kopf das Rennen durch. Vom Schwimmen übers Radfahren bis zum Laufen, irgendwie man, das ganze Szenario spielt sich eigentlich schon den ganzen Tag ab. Man hat sich ja irgendwie schon so ein geheimes Ziel vorgenommen, hat sich irgendwelche Zielzeiten gesetzt, wo man eigentlich sagen muss, hier gibt es anscheinend andere Gesetze. Das haben wir gestern im Frauenrennen gesehen. Da lief meiner Meinung nach einiges anders, nicht so, wie ich mir es gedacht habe. Ich habe da einige Zeiten, die da so gefahren wurden, auch geschwommen wurden, hätte ich schneller eingeschätzt. Wir sind geschult, sind dran geklickt. Mhm. Und jetzt schlüpfst du rein, machst dich springen fest und fertig. Das sind ja diese mit Gummiringen, dass sie waagerecht bleiben. Mhm. So, jetzt schläfst du erstmal das erstmal los, dass du erstmal rollst. Ja. Und dann wirst du in Ruhe, wenn du rollst. Grundsätzlich, die letzten Tage Wettkampfvorbereitung hier waren schon durchweg gut. Also ich hatte eigentlich, gab eigentlich keinen Tag, wo ich mal irgendwie ein blödes Gefühl hatte. So viel hat man auch nicht mehr gemacht, aber trotzdem, also grundsätzlich fühle ich mich schon gut. Klar, ich hatte die letzten zwei Tage ein bisschen Ohrenschmerzen, aber jetzt nichts Weltbewegendes, was da irgendwie behindert. Ich denke auch mittlerweile das Klima, also wir sind jetzt insgesamt 12 Tage vor dem Wettkampf hier. Also das Klima macht jetzt schon so die letzten 3 Tage weniger zu schaffen, finde ich. Es ist halt einfach grundsätzlich warm, aber man spürt nicht mehr so diesen Unterschied von der Luftfeuchtigkeit. Wie am Anfang, als man da noch aus dem Flieger gestiegen ist, hast du halt gedacht, bist hier so mit so einem Wasserfilm benetzt. Ich habe heute mein Fahrrad abgegeben, Bike-Check-In ist quasi erledigt. Alle Tüten sind abgegeben, wo die Laufsachen drin sind, Fahrradhelm. Kampfgewicht 78,8 Kilogramm mit Klamotten und Schuhen wohlgemerkt. Also ich denke knapp irgendwie so 78,2 dann unbekleidet. Genau 78 wollte ich eigentlich haben. Also das passt schon mal. Mal gucken, was nachher noch auf der Waage ist. Ich denke mal schon, dass da 4-5 Kilo verloren gehen. Ja, morgen früh geht es dann los. 3 Uhr aufstehen, frühstücken, Kaffee trinken, versuchen cool zu bleiben, nicht durchzudrehen. Wir sind direkt eine Viertelstunde nach den Profis dran. Profi-Männer, also 6.40 Uhr ist dann unser Altersklassenstart. Es ist ein Massenstart. Wir sind, ich glaube, um die 500 Athleten in meiner Altersklasse. Also es wird trotzdem ein ganz schönes Gewühle geben. Bin gespannt, ob ich da irgendwo eine coole Gruppe erwische beim Schwimmen. Ja, und dann will ich einfach da diesen Highway lang ballern. Also auf den Highway freue ich mich einfach am meisten. Man will ja schon so seine Stärke schon irgendwo zeigen und das ist definitiv auf dem Rad. Irgendwelche Zielzeiten, die man sich so insgeheim irgendwo ausgemalt hat, die müssen wir morgen einfach mal hinten anstellen, gleich an zweiter Stelle, dritter Stelle und einen Fokus halt darauf nehmen, dass man einfach gesund durchkommt. Ich habe Bilder gesehen, heute noch, wo Leute übers Ziel gekrochen sind. Ich habe gerade noch ein Interview gesehen und eine Frau in führender Position einfach völlig neben sich stand und da einfach in die falsche Richtung abgebogen ist, kurz vorm Ziel und dann haben wir 1,5 Kilometer zu viel gerannt ist, weil sie einfach völlig durch war. Das will ich besser machen. Ich freue mich auf das kalte Bierchen danach. Oder 2 oder 4 oder einfach 10. Ich freue mich einfach auf die letzten 2 Kilometer da. Palani Road runter und da, wo es wieder zu den Zuschauern runtergeht und die Zielgerade. Also ich denke, bis Kilometer 40 ist es hart und die letzten 2, die sind, denke ich mal, nur noch geil. Ich freue mich auch am meisten auf die Stelle im Marathon, wenn ich den Highway rauslaufe und die Profi-Männer kommen mir entgegen. Wenn du dann das erste Mal so die wahrscheinliche Wettkampfkonstellation oder die Siegerpodest der Männer siehst, wie sie höchstwahrscheinlich dann ins Ziel kommen werden, da freue ich mich eigentlich am meisten auch drauf. Da kommt der ein oder andere Hero an dir entgegen und ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Moment. Egal wie
wie das Ding hier ausgeht. Ich bin ein Sebastian Kienle-Fan. Und egal, ob der auf Platz 3, 4, 10, 15 oder 1 kommt, du siehst ihn halt genauso leiden. Und das, das ist ja das Schöne, diese Vergleichbarkeit mit dem Profiathleten und dir, dass du einfach genau weißt, der hat dieselbe Scheiße durch wie ich oder andersrum. Cause I ain't repeating offers. Yeah, never met a man I've been scared of. Careful, you gon' get exactly what you asked for. Careful, whatever you bring me getting handled. I answer to no one, I don't need to hassle. Yeah. Aber laufen ging erstaunlich gut die ersten 20. Ja.
und dann jede Verpflegungsstation. Ich habe immer so viel Eis genommen, da ist mir die Birne eingefroren, alles kurz schwarz geworden. Und, aber es ist halt der Rückweg ist einfach nur noch zum Kotzen. Also dieses Energy Lab da hinten raus. Ja, nee, wobei. Und ich musste noch nicht mal aufs Klo. Nee, hast gar nicht Kacke, ne? Nee. Das ist immer richtig geil. Aber ich wäre gerne noch mehr geschwommen, das war so angenehm. Warte, nee. Ja. Nee, 9,48, ne? Sorry. Ein Finisher-Bild. Ja. Das ist ein Achtungsstandsbild, ne? Ja, naja, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Naja, ich hab gesehen, der Fadi stand vorne. Sorry. Okay. Ja. Ja, ich hab dann gedacht, oh, ich könnte knapp unter 10 Stunden werden. 9,48, 39. Ja. Geil. Wir haben sich schon Fragen vor dir abgespielt. Marathon war 3 Stunden 45. Also mal bei den Bedingungen ist das okay. Ja, nicht so. Vibe, me and my folks are good, that sun is shining. Tell all my feet kicked up like I ain't trying. Yeah. I've been on game like EA. Sipping too soon that pregame. Sign up on two that three way. I just went fast like relay. I just thank God like you say. How can I not? Yeah, we straight. See the step in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle. Getting that friend like. Thomas, lass mal richtig schön belohnen hier. Und ballern uns richtig weg. And I ain't look back. I got these wins, yeah. And the vibes on that. I've been vibing with the crew. Ain't no silence, that's the move. If you killing on the vibe, you gon' meet the front door. Goodbye. I've been vibing. Yeah. Me and my folks all good. That sun is shining. Ay, tell them my feet kicked up like I ain't trying. Yeah. This is what I want all summer. Yeah. Gang's all here, let's run it. Yeah. Vibes out here. Everybody vibing, everybody moving, there's no silence. Bad little thing, she good vibing, make it go drip, drip, drip like an island. I know, I swear it feels like I'm on a way. Es gab viele schöne Momente, du kannst das gar nicht so festmachen an eben. Der geilste Moment war, wo du da einfach ins Wasser konntest, da vorgeschwommen bist und einfach nur auf den Startschuss gewartet hast. Genauso schön war der Moment, wo ich aus dem Wasser kam und auf meine Uhr geguckt habe und dachte, geil, du bist jetzt hier eine glatte Stunde ohne Neo mitgeschwommen. Ich habe mir vorher eine Stunde 4, Stunde 5 ausgerechnet und dachte, geil, es geht schon mal richtig gut los. Der schlimmste Moment war dann mein Leistungsloch von Havi zurück, wo ich einfach mir ein paar positive Gedanken machen musste. Dass auch wieder eine Phase kommt, wo du wieder Kraft hast. Der schönste Moment ist einfach, dass man es geschafft hat. Und dass sich diese 3 Jahre Vorbereitung mit Qualifikation einfach endlich ausbezahlt haben. Weil letztendlich kostet das so viel Zeit, Energie, leider auch Geld. Und man lässt halt auch vieles auf der Strecke. Ob das soziale Kontakte sind oder ein Familienleben. Man lässt einiges aus, um sein Training möglichst perfekt zu machen. Und kann sich jetzt damit belohnen. Ja? Also ich bin 129. geworden in meiner Altersklasse. 444. in der Gesamtwertung. Es hätte vielleicht hier und da noch ein Minütchen schneller sein können. Und auch meine Radzeit kann ich besser fahren, auch unter diesen Bedingungen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen musst du das Ding eigentlich so sehen, dass an diesem Tag die Form einfach nicht mehr hergegeben hat. Was halt mega auffällig ist, hier in den USA, die freiwilligen Helfer an den Verpflegungsstationen und die Zuschauer wahnsinnig die Leute nach vorne preschen, anfeuern oder die schreien dich hier an, keep going, you are great, you are strong. Die lesen deinen Namen auf deiner Startnummer, schreien dich mit deinem Namen an und versuchen dir einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und da kommt schon ab und zu mal Gänsehaut auf. Ne? Also Fokus ist definitiv auf die Halbdistanz-WM in Finnland. Ich habe mit meinem Trainer jetzt auch schon einen Plan geschmiedet, dass wir jetzt im neuen Jahr den Speed und die Bereiche, gerade im Rad und im Laufen,
so trainieren, dass das auf eine Halbdistanz abzielt, auf eine Halbdistanz-WM. Das sind schon andere Trainingsbereiche, die man da antriggert. Langfristig gesehen, wenn es nochmal nach Hawaii geht, würde ich vielleicht nächstes Jahr nochmal probieren, Ende nächsten Jahres oder vielleicht im Herbst ein Quali zu machen für 24. Ich würde auf jeden Fall beim nächsten Mal die anderen Inseln noch bereisen wollen, weil man jetzt hier im Prinzip fast die ganze Insel gesehen hat. Ich würde gerne nach Maui und Oahu. Das macht ja nur Sinn, wenn man einen Ironman macht auf Hawaii. Ne? Man muss ja einen Grund haben, zu sagen, um die halbe Welt fliegen zu dürfen.